Hallo Benni, hallo Clemens, hallo Konsti. Benni, Gratulation zum Einzug ins Finale. Du hast heute wieder mal gespielt. Warum hat es heute geklappt? Ich glaube, schlussendlich hat sich unsere Klasse durchgesetzt. Wir haben nervös begonnen. Es ist ein Spiel, wo es wirklich um viel geht. Wir haben uns gut vorbereitet. Die Gegner haben stark getroffen, erstes Viertel. Aber ich glaube, im Laufe des Spiels hat sich unsere Klasse durchgesetzt. Wir haben besser verteidigt, im Angriff besser exekutiert und das Ergebnis war okay am Ende. Coach Werner hat heute viel wechseln können, weil er dann doch plus 15, plus 20 in Führung war. Wird die Kraft ausreichen für morgen gegen Kapfenberg? Ja, ich glaube, die Kraft wird auf jeden Fall ausreichen. Es geht um viel, alle sind motiviert, viel Adrenalin im Spiel. Ich glaube, Kraftprobleme sollte man keine haben. Danke, Benni. So, Clemens, Gratulation zum Finaleinzug. Morgen geht es dann um 17 Uhr gegen Kapfenberg. Wie werdet ihr das Spiel angehen? Ja, im Prinzip so wie heute. Wir müssen schauen, dass wir von Beginn an 100% geben, dass wir vor allem über die Defense ins Spiel kommen. Das ist unser Markenzeichen, würde ich mal sagen. Wir müssen schauen, dass die auf keinen Fall einen Touch bekommen. Und ich glaube an ein sehr enges, unintensives Spiel. Und eine Frage habe ich noch an dich. Um 14 Uhr spielen die Damen. Wer gewinnt da? Die Dutchess verteidigen ihren Titel natürlich. Sehr gut. Also alle morgen um 14 Uhr bei den Dutchess und um 17 Uhr Dukes gegen Kapfenberg. Finale also um 14 Uhr. Heißen Graz gegen Klosterneuburg bei den Ladies. Und dann Kapfenberg gegen Klosterneuburg bei den Herren.